Es geht gleich los. Ich warte noch eine Minute und versuche hier meine Lampe noch so ein bisschen zu arrangieren. Aber es geht gleich los. So. Okay. Also, ich glaube, es sind mehr oder weniger alle da. Kleinen Moment noch. Hallo. Hallo, hallo. So. Mein Name ist Doris Dörje. Ich mache Filme und schreibe Bücher und im letzten Jahr habe ich, in den drei letzten Jahren, habe ich drei Bücher geschrieben. Das letzte heißt Die Heldin reist. Davor gab es Die Welt auf dem Teller. Und davor gab es Leben, Schreiben, Atmen. Und um Leben, Schreiben, Atmen wird es heute Abend gehen, aber die beiden anderen, Welt auf dem Teller und Die Heldin reist, haben sehr viel damit zu tun, weil ich die beiden Bücher auf die Art und Weise geschrieben habe, die ich euch Ihnen heute gerne näher bringen würde. Ich kann mal kurz erzählen, wie ich so zum Schreiben gekommen bin. Das war ein ziemlich krummer und verschlungener Weg. Ich wollte immer Geschichten erzählen und wusste nicht so recht, wie eigentlich. Und dann habe ich erst mal so ein bisschen Schauspiel studiert. Dann habe ich gemerkt, ich bin überhaupt keine Schauspielerin, ich bin viel zu schüchtern dazu, ich stehe gar nicht gerne auf der Bühne. Und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, Film zu studieren in München, weil tatsächlich beim Film sich die Gelegenheit für mich bot, mich als Autorin auch zu verstecken. Denn das Drehbuch bei einem Film verwandelt sich ja in den Film und verschwindet. Und das gibt es dann gar nicht mehr so wirklich. Die wenigsten erinnern sich leider an die DrehbuchautorInnen, die aber das Wichtigste eigentlich an einem Film sind, denn ohne ein Drehbuch gibt es keinen Film. Und so habe ich dann angefangen, meine Geschichten zu schreiben und wusste aber auch nicht, wie man genau Drehbücher schreibt. Es wurde nicht unterrichtet damals. Und habe dann angefangen, deshalb Kurzgeschichten zu schreiben für meine Filme, für die Geschichten von den Filmen. Und das hat sich als Methode gut bewährt, denn ich kannte nach diesen Kurzgeschichten meine Figuren in- und auswendig und konnte dann daraufhin die Drehbücher schreiben. Und irgendwann hatte ich großes Glück, einen Verleger kennenzulernen, den Daniel Kehl vom Diogenes Verlag. Und der hat mich damals dann sehr ermuntert, die Kurzgeschichten zu veröffentlichen und auch nicht immer alles verfilmen zu wollen, sondern das zu trennen, Drehbücher und Prosa. Romane und Kurzgeschichten. Und so ging das los. Aber ich hatte dann doch auch relativ bald große Probleme, überhaupt Zeit zum Schreiben zu finden, denn ich bekam ein Kind und wusste nicht, wie ich das jetzt so alles managen sollte. Schreiben, Filme machen, Kind betreuen. Und habe dann wirklich daraufhin mit meinem Kind diese 10-Minuten-Methode gefunden für mich, die ich euch und Ihnen heute Abend weitergeben möchte. Ich wechsle mal vielleicht ins Du. Beschwert euch im Chat, wenn ihr lieber gesiezt werden wollt. Dann mache ich das auch wieder rückgängig. Aber es fällt mir ein bisschen leichter, weil man immer so ein bisschen in so ein schwarzes Loch redet, wenn man alleine hier vor dem Computer sitzt. Auf jeden Fall war es dann vorbei mit meinem Kind, mit dieser Inspiration nachts um 3 kam vielleicht die Inspiration oder auch nicht und dann habe ich geschrieben oder nicht. Ich musste halt einfach funktionieren, wie jede junge Mutter und musste morgens auf der Matte stehen und war übermüdet, wie man das halt so ist mit kleinem Kind. Und habe dann wirklich immer nur in diesen 10 Minuten schreiben können, die ich dann mal hatte. Also wenn das Kind gerade schlief oder wenn ich in der Küche darauf gewartet habe, dass das Essen fertig ist, dass die Nudeln gar sind, dass der Reis fertig ist, habe ich diese 10 Minuten geschrieben. Und habe dann aber mir doch eine ganz gute Disziplin mit diesen 10 Minuten zugelegt und habe so auf diese Art dann mehr geschrieben als vorher, als ich alle Zeit der Welt hatte. Und das ist für mich so der Schlüssel geworden. Wie kann man auch Beruf und Schreiben vereinigen? Ich habe dann 98, glaube ich, die Professur bekommen in der Filmhochschule München für Dramaturgie und Stoffentwicklung, später Creative Writing, wo ich eben seitdem unterrichte und habe da eine Methode auch immer weiter ausgebaut und verfeinert,
mit der man tatsächlich eigentlich alles schreiben kann, sehr effektiv in kürzester Zeit. Und diese Methode, die möchte ich Ihnen euch heute weitergeben. Und dafür braucht ihr bitte alle ein Stück Papier und einen Stift, denn wir werden schreiben. Aber erstmal werde ich lesen, und zwar aus dem Buch Leben, Schreiben, Atmen, weil ich das da methodisch erklärt habe, wie das geht. Und jetzt geht es auch mit einer kurzen Lesung aus dem Buch erstmal los. Dieses Buch ist eine Einladung zum Schreiben über sich selbst. Wenn man schreibt, schreibt man immer über sich selbst. Es ist abwechselnd wunderbar, schmerzhaft, narzisstisch, therapeutisch, herrlich, befreiend, tief traurig, beflügelnd, deprimierend, langweilig, belebend. Schreibend halte ich mich am Leben und überlebe, jeden Tag wieder. Ich schreibe, um diese unglaubliche Gelegenheit, am Leben zu sein, ganz genau wahrzunehmen und zu feiern. Ich schreibe, um einen Sinn zu finden, obwohl es am Ende vielleicht keinen gibt. Wir sind alle Geschichtenerzähler und vielleicht macht uns das zu Menschen. Wir können nicht aufhören zu erzählen. In einem endlosen inneren Monolog erzählen wir uns Geschichten über uns selbst. Manche davon sind wahr, einige nur ein bisschen und andere überhaupt nicht. Wir alle sind Fiktion, aber das glauben wir nicht, weil wir uns mitten in ihr befinden, wie in einem Fortsetzungsroman. Schreibend erforsche ich die Welt, meine Welt. Was beeindruckt mich? Was merke ich mir? Was erschüttert mich? Was erheitert mich? Was begeistert mich? Woran erinnere ich mich? Ich habe keine Ahnung, wie man etwas schreibt, das sich verkauft. Dafür gibt es andere Bücher mit Titeln wie Wie man einen sauguten Roman schreibt oder Wie man ein saugutes Drehbuch schreibt, Wie man eine saugute Serie schreibt. Ich weiß nur, dass man, wenn man Wort für Wort, Satz für Satz über die Welt schreibt, in der man sich befindet, man eine Ahnung von sich selbst bekommt. Und während wir Schritt für Schritt weitergehen, ist es wichtig, auf die Umgebung zu achten, auf den Boden unter den Füßen, auf den Himmel über uns und auf die anderen, die gleichzeitig mit uns einen Fuß vor den anderen setzen, bevor wir uns schon wieder von all dem verabschieden müssen. Schreibend erinnere ich mich an mich selbst. Was ist in meinem Gehirn an Bildern und Tönen gespeichert? Was für Erinnerungen an Menschen, Orte, Tiere, Gefühle? Jeder von uns ist einzigartig. Niemand hat genau die gleichen Erinnerungen an dieselbe Begebenheit. Und das ist doch ziemlich verrückt. Jetzt muss ich mal mein Gehirn holen, weil ich das wirklich jedes Mal wieder irre finde. So, hier ist mein Gehirn. Dieses Gehirn habe ich mal in einem Laden entdeckt und gekauft, weil ich es so faszinierend finde, dass hier drin, man kann es so schön rausnehmen auch, hier drin all diese Gerüche, Töne, alles, was man gesehen, gehört, gerochen, getastet hat, gespeichert ist, all diese Erinnerungen liegen hier irgendwo drin, und es geht darum, den Zugang wieder dazu zu finden und sie auch wieder herauszuholen und zu aktivieren. Und ist dieses Gehirn nicht herrlich? Also ich habe das hier auf meinem Schreibtisch und schaue es immer wieder an und wundere mich darüber, wie das funktioniert, diese Festplatte, die wir mit uns rumtragen, von der wir ja nur einen kleinen Teil täglich benutzen und den Rest nutzen wir gar nicht. Aber irgendwo hier ist unser ganzes Leben gespeichert. Das kurz zum Gehirn. Ich möchte alles aufschreiben, bevor es wieder gelöscht wird und jedes Detail, alles, was ich gesehen, gehört, geschmeckt, getastet, gerochen und gefühlt habe, möchte ich aufschreiben. Die Welt in mir als Echo und Inspiration. Spirare heißt atmen und schreiben heißt die Welt einatmen. Und das bedeutet nicht nur die kühle Morgenluft am Morgen, sondern auch den Smog, den Rauch, die Abgase. Das Schöne wie das Hässliche, das gehört unzertrennlich zusammen, unauflöslich zusammen. Ich unterrichte, wie gesagt, seit 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren Creative Writing, was ich als Bezeichnung nicht ausstehen kann, weil ich denke, dass jedes Schreiben in einem gewissen Maß kreativ ist. Selbst das Schreiben von Einkaufslisten
die ich sammle oder gesammelt habe, denn inzwischen gibt es immer weniger, weil alle ihre Listen auf dem Handy haben. Aber zum Beispiel habe ich eine Liste auf einem kleinen Zettel mal gefunden, darauf stand Blumenrot, Priel groß, Erbsen tiefkühl, Q-Tip. Und das ist fast schon wie ein Gedicht. Durch Wörter entstehen Bilder. Die roten Tulpen schon weit aufgeblüht, die tiefgrüne Flasche Priel, die kühle Packung Erbsen, an die sich die Tulpen voller Sehnsucht nach ein bisschen Kühle schmiegen, die schneeweißen Q-Tips. Alles ist Inspiration und alles ist Erinnerung. Und das ist vielleicht auch ein etwas erschreckender Gedanke, dass alles in dem Moment, wo wir es erleben, bereits Erinnerung ist. Also diese sogenannte Gegenwart können wir eigentlich nie wirklich erhaschen, weil wir uns in dem Moment, wo wir es wahrgenommen haben, bereits erinnern und es Vergangenheit ist. Aber für jeden, der schreibt, ist diese Tatsache natürlich auch Futter. Denn in dem Moment, wo wir uns erinnern, können wir es auch wieder beschreiben. Also in dem Moment, wo es gespeichert ist, können wir es wieder hervorholen und beschreiben. Das Gedicht der Einkaufsliste. Rote Blumen. Ich bin 6 oder 7 Jahre alt und male eine Tulpe, die feuerroten Blütenblätter, den gelben Stempel, die schwarzen Staubfäden. Ich versinke in der Tulpe. Es gibt nichts Schöneres als diese Tulpe. Über 50 Jahre später male ich immer noch Tulpen. Ich kaufe Tulpen. Ich vergöttere Tulpen. Und die eine rote Tulpe, die es in meinem kleinen Garten jedes Jahr wieder schafft, zu wachsen und zu blühen, rührt mich. Und jedes Jahr warte ich auf sie. Priel groß. Mit dem Kauf jeder Flasche gibt es eine Prielblume, eine Flower Power Blume. Ich möchte aussehen wie Twiggy. Ich habe kurze Haare und bin noch fast ein Kind. Und sehnlichst wünsche ich mir einen rosa Perlmutt-Lippenstift. Bei Woolworth gibt es ihn, von Mary Quant. Auch ihn ziert eine Blume. Alles ist voller Blumen dieser Zeit. Mary Quant, das weiß ich, trägt Minirock. Ich habe ein kurzes weißes Strickkleid an und irgendwann reicht das Taschengeld für den rosa Lippenstift. Ich trage ihn auf und darf nichts mehr essen. Jedes Wort, das ich spreche, wird kostbar, weil es über perlrosa Lippen kommt. Ich spiele mit der Prielflasche und lasse winzig kleine Seifenblasen umherschweben. Erbsen tiefkühl. Sie werden auf blaue Flecken gelegt, auf Prellungen und verstauchte Knöchel. Ich knicke oft ein. Meine Knöchel sind zu dünn, zu schwach. Ich reiße mir mehrmals die Bänder. Ich stehe nicht fest auf dem Boden. Ein chinesischer Akupunkteur sagt zu mir, zu viel Wind im Kopf. Q-Tip. Ich habe als Kind gelernt, dass man sich nicht in den Ohren herumprokeln soll. Das sei gefährlich. Geschichten von durchbohrten Trommelfellen machen die Runde. Ein Bekannter macht mit einem Q-Tip seine Herdplatten sauber. Das finde ich bedenklich. Zu viel Ordnung ist mir suspekt. Das waren Assoziationen angeregt durch diesen Einkaufszettel. Und vielleicht versteht ihr schon das Prinzip. Alles, wirklich alles, kann einen zum Schreiben inspirieren. Und ich bestehe ja darauf, dass jeder und jede schreiben kann. Und das würde ich euch heute auch gern zeigen. Das ist nicht schwer. Es gibt ein paar Regeln, die es zu befolgen gibt. Und dann kann das wirklich jeder und jede. Denn wenn man schreibt, erinnert man sich an das eigene Leben. Und sich an das eigene Leben zu erinnern, bedeutet in dieser großen Reisetasche, so hat es Virginia Woolf genannt, die Reisetasche, in der das Leben abgelegt wird und die man mit sich herumschleppt, diese Tasche. Durch dieses Schreiben und Assoziieren gräbt man diese Tasche um und holt die einzelnen Erinnerungen wie kleine Gegenstände heraus, wie ja, Klamotten, alles, was man in dieser Tasche hat, heraus und schaut sie noch einmal genau an. Und dadurch verwurzelt man sich auch wieder im eigenen Leben. Und deshalb ist dieses Schreiben wirklich eine wunderbare Angelegenheit. Das ist auch in dieser Welt, die ja ständig um unsere Aufmerksamkeit feilscht. Also alles kämpft um unsere Aufmerksamkeit. Und das führt dazu, dass wir natürlich unendlich viel konsumieren. Wir
verbringen halt wirklich sehr, sehr viel Zeit in der digitalen Welt. Und ich weiß nicht, ob Sie auch diesen Report immer kriegen, morgens um 9, die Bildschirmzeit in der letzten Woche oder letzten Tag, letzte Woche, glaube ich, betrug so und so viel Zeit. Da erschrecke ich immer, denn das ist verdammt viel Zeit, die ich in den Social Media oder eben am Bildschirm zubringe. Und all das ist natürlich Konsum. Also wir verleiben uns ständig etwas ein. Und dieses Gefühl, das kennen wir, egal ob das jetzt wirklich Essen ist oder digitaler Konsum ist oder Shopping ist oder was immer das sein mag. Eine Zeit lang ist das auch berauschend und angenehm und irgendwann ist man satt und dann macht man trotzdem weiter und dann gibt es dieses Gefühl der Übersättigung und irgendwann ist einem richtig schlecht, weil man alles nur aufnimmt. Und das Schreiben ist die perfekte Umkehr von Konsum in Kreativität. Und in kürzester Zeit fühlt man sich deshalb, wenn man es macht, auch wieder lebendig. Und wir werden das gleich zusammen versuchen. Ah ja, genau, hier schreibt jemand, jeden Montag bekommt jemand auch diese Meldung und ist dann immer ganz stolz. Und dann war jetzt gerade das wieder weg. Ah ja, genau, wenn es dann heißt, es war so und so viel Prozent weniger als in der Vorwoche. Stimmt, das bin ich auch, aber ich bin eigentlich öfter erschüttert, dass es dann doch wieder mehr war. Okay, auf jeden Fall gibt es ein paar Regeln. Und diese Regeln, schreibt doch mal bitte auf euer Stück Papier, auf euer Heft, was immer ihr dann habt in der Hand jetzt. Schreibt bitte auf, die erste Regel heißt 10 Minuten am Stück schreiben. Ohne Pause. Und am besten mit der Hand. Dazu komme ich gleich noch, warum mit der Hand. Also 10 Minuten am Stück. Man darf tatsächlich den Stift nicht vom Papier nehmen. Denn wenn man ihn vom Papier nimmt, dann drängt sich sofort die sogenannte Kritikerin rein und erzählt einem, warum man das alles nicht kann. Und diese KritikerInnen, manchmal hat man auch mehrere, die einem da auf der Schulter sitzen und ständig kommentieren, die haben sehr, sehr langweilige, aber leider auch sehr wirkungsvolle Bemerkungen. Und das ist immer dasselbe, immer dasselbe. Also ich habe mal so ein bisschen gesammelt, was mir immer erzählt wird von meinem inneren, bei mir ist es eher, glaube ich, ein Mann, weil so viele Männer immer noch Kritiker sind. Also, der erzählt, dass ich zu blöd bin, zu uninspiriert, nicht originell genug, dass mein Leben nicht interessant genug ist, dass das niemanden interessieren wird, was ich da schreibe, dass ich nicht schreiben kann und es auch noch nie konnte, dass ich Angst habe, dass andere mich blöd finden, was ich da so schreibe, dass ich Angst habe, peinlich zu wirken, dass ich Angst habe, anderen auf die Zehen zu treten und sie zu verletzen oder zu beleidigen und dass mir ja sowieso nichts einfällt und so weiter und so weiter. Und ihr könnt mal gern ergänzen im Chat, was euch so erzählt wird, warum ihr nicht schreiben könnt, warum ihr nicht kreativ sein könnt, warum das alles nicht gut ist, was ihr da macht. Es gibt eine erschreckende Untersuchung, dass wir alle, also wirklich fast 100%, 99,9%, irgendwann in unserem Leben kreativ entmutigt worden sind. Und zwar wirklich sehr früh schon, wenn wohlmeinende Erwachsene gesagt haben, ach, ich erkenne überhaupt nicht, was auf deinem Bild das sein soll. Ach, das soll das sein. Das stimmt doch gar nicht, das erkenne ich gar nicht. Das ist schon eine Entmutigung, die ganz tief sitzen kann. Sehr beliebt sind auch Entmutigungen von MusiklehrerInnen oder von KunstlehrerInnen, von Tanz- und BallettlehrerInnen. Also immer dieses Gefühl, ich bin nicht genug, das kann ich nicht. Es ist nicht kreativ genug, schreibt ihr hier. Andere können es besser. Ich bin oft einfach zu müde, ja, aber ich werde euch zeigen, dass diese 10 Minuten Schreiben das beste Mittel sind, wenn man müde ist. Ja, man kann das Gedankenchaos oft nicht abschalten. Genau, auch dafür ist dieses Schreiben, diese 10 Minuten Schreiben sehr geeignet, schaltet sich dann von selbst ab.
Man wird blockiert von anderen. Es gibt andere, die es besser können. Ja klar, es gibt immer andere, die es besser können. Es ist schon alles geschrieben worden, 100-mal gesagt worden und so weiter und so weiter. Gut, aber jetzt habt ihr diese 3 Regeln aufgeschrieben. Nicht pausieren, keine Pause machen. Nicht nachdenken. Und die 3. Regel, die habe ich noch gar nicht gesagt, nicht zu kontrollieren, was man schreibt, Schreibfehler zu machen und das Schwierigste überhaupt, Blödsinn zu schreiben. Das fällt uns allen wahnsinnig schwer, weil wir doch auch so erzogen sind, dass alles Hand und Fuß haben soll. Alles soll gut sein, alles soll ja auch nicht angreifbar sein und alles soll fundiert sein und eine gewisse Qualität haben. Und diese Qualitätsvorstellung ist der größte Feind des Kreativen. Das wirklich hinter sich zu lassen und absichtsvoll, absichtslos Blödsinn zu schreiben, ist schwer. Aber das ist, glaube ich, wirklich die Grundvoraussetzung. Denn die Definition von Kreativität ist eine der klassischen Definitionen, dass man Dinge zusammenfügt, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören. Und dafür muss man erstmal in diesen Blödsinn-Modus auch kommen. In diesen Modus, wo man keine Qualität erwartet. Keine Qualität. Das ist wirklich schwierig. Aber auch dafür helfen diese Regeln. Also nochmal, 10 Minuten ohne Pause, mit der Hand, nicht nachdenken und nicht kontrollieren und Blödsinn schreiben. Nicht nachdenken, das klingt auch seltsam, denn landläufig würde man denken, naja, zum Schreiben muss man sehr, sehr viel nachdenken. Es bedeutet hier, dass man nicht bewertet, nicht analysiert, was wir ständig tun. Also so ist unser Gehirn ja auch gebaut, dass wir alles immer scannen, die sogenannte Realität um uns herum scannen auf das, was wir kennen, was wir nicht kennen, was uns seltsam erscheint, bedrohlich erscheint, fremd erscheint, vertraut erscheint. Also wir müssen natürlich auch bewerten, um durch den Alltag zu kommen und zu überleben, aber lang nicht so viel, wie wir es tun. Und vor allem bewerten wir uns selbstständig. Also da nicht nachzudenken bedeutet nicht zu bewerten. Jetzt habt ihr noch einen kleinen Moment Verschnaufpause, bevor es denn dann wirklich losgeht mit dem ersten Schreiben. Und um das so ein bisschen vorzumachen, wie das geht, dass man assoziiert und von einem zum anderen kommt und einfach weiter schreibt, lese ich jetzt einen Text vor, der genauso entstanden ist. Und zwar wirklich mit dieser Einkaufsliste. Die Einkaufsliste führt zum Einkaufen. Ich fahre mit dem Fahrrad zum Supermarkt, immer die gleiche Strecke, oft auf dem Fußgängerweg. Fast habe ich die alte Frau B. angefahren, die stets bunte, sorgfältig ausgesuchte Kleider trägt, obwohl sie kaum noch laufen und atmen kann. Sie braucht fast eine Stunde zum Supermarkt, aber will sich nicht helfen lassen. Das ist mein Abenteuer, sagt sie jedes Mal, wenn ich ihr anbiete, die Einkäufe für sie zu erledigen. Mein tägliches Abenteuer. Und ich brauche mein Abenteuer. Ich kaufe immer das Gleiche. Rechts liegen die Salatherzen, der Sellerie, der Fenchel, links die Äpfel, Birnen, Beeren. Und jeden Tag wieder ärgere ich mich über das viele Plastik, die Plastikschalen für die Beeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Blaubeeren hießen sie bei uns. Als ich klein war, pflückten wir sie mit meiner Mutter im Wald. Meine Schwester und ich haben Eimer und Körbe dabei. Leise betreten wir ein fremdes, schönes und gleichzeitig unheimliches Land. Das Sonnenlicht fällt durch die Baumstämme auf das Moos und lässt es grün leuchten. Ich weiß, dass hier die Rehe leben. Sie schlafen auf dem Moos. Ich streichle es, stecke meine Nase hinein. Es riecht modrig. Winzige Pilze wachsen zwischen den Tannennadeln. Wir wissen, dass wir sie nicht essen dürfen. Im Kindergarten geht ein Mädchen zu Fasching als Fliegenpilz mit rotem Rock und weißen Punkten. Ein Männlein steht im Walde, singen wir. Ganz still und stumm. Ich summe vor mich hin, noch bin ich froh gemut. Die Blaubeeren hängen an rötlichen Stielen unter grün glänzenden Blättchen. Die Beeren sind klein, manche schon verschrumpelt. Hände und Zungen färben sich lila vom Naschen. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Zungen. Mein kleiner Eimer füllt sich kaum. Und wenn er gerade ein wenig voller geworden ist, werfe ich ihn aus Versehen um.
Ständig wirft eine von uns ihren Eimer um und heult. Meine Mutter ist auf einmal weit entfernt, meine Schwestern überall verstreut. Sie könnten verschwinden. Wir könnten uns für immer aus den Augen verlieren. Mit einem Mal wäre ich ganz allein. Allein im Wald. Allein auf der Welt. An dieses Gefühl werde ich mich immer erinnern und es mein Leben lang fürchten. Am Wegesrand liegt das Skelett eines Rehs. Nur noch die Knochen. Wie vom Donner gerührt stehe ich davor. Es war mir nicht klar, dass am Ende nur die Knochen übrig bleiben. Es war mir nicht klar, dass auch in mir diese Knochen sind und dass man am Ende so aussieht. Ein Fuchs hat das Reh gerissen, wird mir gesagt. Der Fuchs, von dem wir singen, dass er die Gans gestohlen hat, der hübsche Fuchs aus meinem Bilderbuch mit dem buschigen Schwanz? Ich kann mir den Vorgang nicht erklären, den Übergang von einem lebendigen Reh zu einem Haufen Knochen. Da fehlt etwas. Das Reh, das ich noch vor meinem inneren Auge sehe, muss doch noch irgendwo sein. Ich kann es nicht begreifen. Von niemandem bekomme ich eine einleuchtende Erklärung, selbst von meinem Vater nicht, der doch alles immer weiß. Da ist etwas wie ein großes schwarzes Loch, in das man hineinfallen kann, wenn man nicht aufpasst. Meine Mutter kocht die Blaubeeren zur Marmelade ein in einem Dampfkochtopf. Er zischt und faucht. Den Deckel dreht sie mit einem festen Ruck zu. Wir dürfen nicht in seine Nähe kommen. Zum Glück sind wir weit weg, als er explodiert und eine lila Fontäne an die Decke schießt. Lange ist dort ein blauer Fleck zu sehen, wie ein Stückchen Himmel. Und diese Geschichte habe ich in einem Schreibseminar in Mexiko erzählt, von dem explodierenden Dampfkochtopf. Und daraufhin haben ganz viele Studierende von den explodierenden Dampfkochtöpfen von ihren Müttern erzählt und haben immer von der Olla Depression erzählt. Und ich habe am Anfang immer verstanden, der Topf der Depression, aber es heißt halt Depression, der Druck, der Dampfkochtopf. Und plötzlich waren eben so viele Dampfkochtöpfe im Raum und meine Geschichte von meiner Mutter mit dem Dampfkochtopf verband sich mit all diesen anderen Geschichten. Mit lauter Küchen, mit verschiedenen explodierenden Lebensmitteln, mit den Biografien dieser Studierenden. Und das ist das große Wunder, glaube ich, des Schreibens und Lesens und Vorlesens, dass wir uns über unsere Geschichten verbinden. Meine Assoziationen verbinden sich mit euren Assoziationen und das Gehirn fängt an, die Synapsen fangen an zu feuern. Und das wird jetzt auch unsere erste Schreibübung sein, 10 Minuten lang. Mit der Hand, ich wollte noch kurz erzählen, warum mit der Hand. Mit der Hand deshalb, weil es doch auch eine wirklich erstaunliche Angelegenheit ist, dass wir hier irgendwie Gedanken formen und die dann durch unseren Körper umsetzen in eine Bewegung, eine Handbewegung, die eine Schrift erzeugt, die nur zu uns gehört. Also jeder hat seine unverwechselbare Handschrift und sie ist so unauflöslich mit uns verbunden, keiner kann sie imitieren. Sie ist wirklich nur unsere eigene Schrift. Und ich finde es schade, diese uralte Kulturtechnik auch aufzugeben, weil sie doch so sehr eigentlich auch zu unserer Identität gehört. Und inzwischen ist es auch wissenschaftlich bewiesen, dass wir Dinge anders verarbeiten, wenn wir mit der Hand schreiben. Wir merken uns auch Dinge anders, wenn wir mit der Hand schreiben. Also es ist doch vielleicht etwas, was wir weiter trainieren sollten und nicht verlieren sollten. Jetzt aber. Jetzt kommt die erste Schreibübung und das Thema wird sein, was immer ihr als Assoziation vielleicht aus diesem Text eben auch bekommen habt oder ganz übergeordnet, ich erinnere mich an Wald. Und was immer ihr im Wald entdeckt, ob das dann Rehe, Tiere, Bären sind, das Licht im Wald, über das Moos gehen mit bloßen Füßen, ich erinnere mich an Wald. Und diese drei Wörter, ich erinnere mich an, funktionieren wie eine kleine Zauberformel. Und ich würde euch jetzt bitten, diese vier Wörter, ich erinnere mich an, oben hinzuschreiben. Ich erinnere mich an. Und dann zu versuchen, wirklich mit euren 5 Sinnen zu beschreiben, wie das war im Wald als Kind. Schreibt über eure Erinnerungen an Wald als Kind. Ich erinnere mich an Wald als Kind.
Und immer, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, weil ihr ja den Stift über das Papier weiter bewegen sollt, schreibt ihr, ich erinnere mich an, ich erinnere mich an, ich erinnere mich an. Und dann kommt schon wieder was Neues. Also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand am Stück 10 Minuten, ich erinnere mich an, geschrieben hätte. Also, alles klar. Wenn ihr noch konkret Fragen habt, ich schaue nochmal hier in den Chat. Fragen? Fragen? Nee, sind gerade keine, glaube ich, weiter. Alles klar, steht hier, okay. Alles klar, gut. 10 Minuten, ich stelle mir hier den Wecker, das Handy, 10 Minuten. Ich erinnere mich an Wald. Ich erinnere mich an Wald als Kind. Was auch hilfreich ist, ist, wenn ihr im Präsens schreibt. Kann ich auch nachher nochmal sehen, warum das gut ist. Aber versucht es einfach mal. 10 Minuten. Nicht nachdenken, keine Qualität. Und es geht los. 10 Minuten. Ich erinnere mich an Wald. Bis gleich. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Die 10 Minuten sind vorbei. Ich weiß nicht, wie das jetzt ging. Als erste Mal vielleicht für manche, für andere vielleicht schon etwas Normales, vielleicht macht ihr das schon, dieses 10 Minuten Schreiben. Vielleicht schreibt ihr mir in den Chat ein bisschen, wie das jetzt so ging für euch. Und gleichzeitig werde ich versuchen, darüber zu reden, warum als Kind. Als Kind deshalb erstmal als Kind anzufangen und zu schauen, an was erinnere ich mich denn eigentlich und wie genau erinnere ich mich. Das fällt einem besonders leicht, wenn man über Kindheitserinnerungen schreibt, meistens. Manchmal kann man sich auch überhaupt nicht mehr erinnern. Und man hat als Kind die Dinge so plastisch wahrgenommen, weil sie ja oft auch wirklich das allererste Mal waren. Man hat das erste Mal tatsächlich Blaubeeren im Wald gepflückt und hat darüber eben einen so scharfen Blick auch gehabt. Und deshalb sind diese Erinnerungen auch so tief und genau abgespeichert. Und diesen Blick wieder kennenzulernen, den man als Kind auf die Welt hatte und ihn dann zu benutzen für alles, was man beschreibt, das ist so die generelle Übung. Zu schauen, okay, wie genau mit allen 5 Sinnen kann ich denn wirklich beschreiben und was würde es bedeuten, wenn ich genauso präzise über die Dinge schreibe, die mir in kürzester Zeit erst widerfahren sind, heute früh über mein Frühstück zu schreiben. Ich kann jetzt nur mit einem Auge immer so auf den Chat schauen. Viele hatten das Gefühl, dass die Zeit sehr kurz war zum Schreiben und dass sie sich auch lebendiger gefühlt haben. Ja, genau. Verrückt, wie schnell das vorbeigegangen ist. Der Anfang war holprig. Ja, der Anfang ist oft holprig. Man kommt am Anfang schwer rein manchmal und wenn man aber wirklich sich vornimmt, die Hand nicht vom Papier zu nehmen und immer dieses ich erinnere mich an zu wiederholen, irgendwann taucht man ab und dann geht es plötzlich los. Und der Trick ist wirklich zu verstehen, dass man über alles schreiben kann, dass alles Inspiration sein kann. Und das finde ich das wirklich nicht nur Verblüffende, sondern Wichtige, dass diese eigene Biografie so unverwechselbar ist und dass niemand sonst sich so an Wald erinnert und an das, was man da erlebt hat mit seiner Großmutter, mit seiner Kinderfrau, schreibt hier jemand, in einer kleinen Stadt. Ja, über Gedanken und Gefühle kann man natürlich auch immer schreiben, aber sich zu bemühen, möglichst sinnlich zu schreiben, also mit allen 5 Sinnen sich zu erinnern, ist deshalb so gut, weil es zum einen fast automatisch zu guten Texten führt und zum anderen man dadurch auch in ganz andere Erinnerungen wieder weiter vordringt. Das tut man, wenn man über Gedanken und Gefühle schreibt, nicht so sehr, weil man da ja auch dann ganz schnell wieder in der Bewertung ist, wenn man über Gefühle schreibt. Aber wenn man versucht, wirklich präzise diese Welt zu rekonstruieren, in der man sich befunden hat, also diesen Wald oder was immer dann entsteht an Assoziationen, die Blaubeeren im Dampfkochtopf, kommt man sehr viel tiefer in diese eigene Welt der Vergangenheit hinein. Und nochmal, also festzustellen, dass diese eigene Biografie so einzigartig ist und damit besonders ist und damit aber auch
eben nicht banal, das ist dieser ewige Vorwurf, dass es das alles doch auch banal ist. Nein, es ist eben nicht. Es ist eine Frage der Präzision. Banalität ist nur die Abwesenheit von Präzision. Aber wenn man wirklich sich die Mühe macht, so genau man nur irgendwie kann, so präzise wie man nur irgendwie kann, über sich selbst zu berichten, dann ist es in keinster Weise banal. Es gibt Schriftsteller wie Knausgard, der berühmte norwegische Schriftsteller, der das über viele tausend Seiten gemacht hat. Es ist auch immer schnell etwas, was Frauen immer noch vorgeworfen wird. Wenn Frauen über Alltag berichten, dann ist es banal. Wenn Männer es tun, das ist Großliteratur. Es ist aber im Prinzip genau dasselbe. Und die eigene Biografie auch so ernst zu nehmen, dass man über sie berichten darf. Und dass man sich eben so genau erinnern darf und dass das nichts mit Narzissmus zu tun hat, sondern wirklich mit dem Feiern auch dieses Geschenks der eigenen Existenz. Darum geht es mir. Die eigene Existenz zu feiern, egal wie kompliziert, wie schmerzbeladen sie auch ist. Wir alle leiden unter vielen, vielen Schmerzen, unter Verlusten, unter allen möglichen inneren Schmerzen, unter Beziehungen, wir leiden unter Familie, aber all das ist auch erzählenswert. Was können Sie dem sagen, wenn die Übung wirklich nicht klappt? Einfach nochmal machen und sich von was anderem inspirieren lassen. Was immer gut funktioniert, ist über Essen zu schreiben. Hier Welt auf dem Teller habe ich nur über Essen geschrieben. Man kann sehr, sehr gut sich inspirieren lassen, indem man sich an Essen erinnert. Mein Lieblingsessen als Kind, mein Horroressen als Kind. Wie sah genau der Tisch aus, an dem ich oder wir gegessen haben? Wer von der Familie war da oder war ich ganz allein? Was musste ich essen, was ich überhaupt nicht essen mochte und was ich kaum runterbringen konnte? Was habe ich als Essen geliebt und konnte gar nicht genug davon bekommen? Also da sich von Essen inspirieren zu lassen, ist eine ganz einfache Methode, um ins Schreiben zu kommen. Ich versuche jetzt hier nochmal so Fragen zu beantworten. Das Korrekturverbot konnte ich nicht wirklich umgehen. Das wollte mein Gehirn partout nicht mitmachen. Ja, so ist es. Ja. Es dauert ziemlich lange und hört auch nie auf, immer wieder in dieses Nicht-Qualitätsschreiben hineinzukommen, in dieses Blödsinn-Schreiben und nicht alles richtig machen zu wollen. Denn wir fürchten uns doch für immer und ewig anscheinend vor Korrekturen der LehrerInnen, vor Fehlern, die wir gemacht haben, die uns angestrichen werden und vor diesem Gefühl, nicht zu genügen. Also das ist eine tiefe, tiefe Angst, die wir haben, dass das nicht genügt, was wir da schreiben, dass das doof ist, dass es keine Qualität hat. Aber das als Prinzip anzuwenden und zu sagen, nein, ich bemühe mich überhaupt nicht um Qualität, sondern ich schaue einfach mal, was mir mein Gehirn so anbietet, wenn ich gar nichts versuche. Was macht es denn dann von selbst? Deshalb wäre meine Antwort auf diese Frage, das Korrekturverbot konnte ich nicht wirklich umgehen, das wollte mein Gehirn partout nicht mitmachen. Ich glaube, das Gehirn braucht dann einfach noch mehr Erlaubnis. Jetzt denk mal alleine vor dich hin und ich schreibe einfach nur mit, was du so denkst. Also dieses Notieren, dem eigenen Gehirn beim Denken zuschauen und notieren. Braucht man eigentlich immer ein Thema? Nein, man braucht nur eine Inspiration. Man braucht kein Thema, sondern man braucht erstmal einfach nur diesen Impuls zu schreiben und auch dieses einfach weiterschreiben, sich da durchzuschreiben. Jemand schreibt, es funktioniert auch mit einem Buch aufklappen, auf irgendein Wort tippen. Ja, die ganze Welt als Inspiration zu begreifen. Alles kann einen inspirieren. Manches inspiriert einen auch nicht, dann auch nicht, dann wieder weiter, was anderes suchen. Wie entsteht dann eine Geschichte? Ja, wenn man nur über die eigenen Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen schreibt. Erstmal nicht über die Gedanken und Gefühle, sondern erstmal wirklich über die Wahrnehmungen. Und dann, wenn man das sich zur Disziplin macht, zur Schreibroutine macht, dann merkt man, wo die Themen wirklich sind, was einen wirklich interessiert. Und dann kann man darüber in eine Fiktionalisierung gehen und versuchen, dann etwas zu finden, was einen auch wirklich so sehr packt, dass man da über längere Zeit dran schreiben möchte. Wo ist denn das wirkliche Thema oder die Themen der
eigenen Biografie. Denn alles, was irgendjemand schreibt, jede Schriftstellerin, ist natürlich am Boden autobiografisch, denn wir können ja nicht aus unserem Gehirn raus. Das heißt, alles, was uns anspringt, begeistert, interessiert, ist etwas, über das wir dann vielleicht auch schreiben wollen, was uns tief bewegt, was uns aber auch vielleicht große Schmerzen bereitet. Und das kann man dann auch einer anderen Person andichten, aber es wird sich immer vermischen mit den eigenen Erinnerungen, mit der eigenen Wahrnehmung, weil wir nicht aus unserer eigenen Wahrnehmung herauskommen. Also die berühmte Madeleine von Proust, natürlich hat er selbst wahrscheinlich auch Madeleines sehr gerne gegessen. Und er hat es übrigens die Mémoire involontaire genannt, die unfreiwillige Erinnerung, das, was auftaucht, wenn man das denken lässt, wenn man aufhört, nachzudenken. Und das einfach als Schreibmethode sich anzueignen, um darüber dann zu merken, ah ja, das ist so viel Material, das gebe ich jetzt einer fiktiven Person oder das verdichte ich zu einer Geschichte. Es ist erstmal wie Sport, dieses 10 Minuten Schreiben. Es ist erstmal wie Joggen. Jemand, der viel joggt und merkt, es macht ihm immer mehr Spaß, wird dann vielleicht auch irgendwann mal zum Marathonläufer. Aber erstmal geht es darum, das Schreiben auch als Sport zu verstehen und deshalb sich auch nicht zu fürchten. Es muss erstmal gar nichts dabei weiter rauskommen, aber die erstaunliche Erfahrung, das sehe ich jetzt hier auch im Chat, ist, dass, obwohl es nur 10 Minuten sind, dass doch erstaunliche Dinge dabei herauskommen, erstaunliche Dinge auftauchen, erstaunliche Texte entstehen. Und oft vielleicht auch nicht. Und dann, ja, das ist halt 10 Minuten Sport, kommt auch nicht viel mehr rum manchmal. Ja, dann halt die nächsten 10 Minuten und die nächsten und die nächsten und die nächsten. Also da die Erwartung erstmal auch immer weiter runterzuhängen und einfach es als Tätigkeit zu begreifen, als Handwerk auch. Und naja, klar, also wenn man dann Geschichten schreiben will, daraus, aus diesem Material, natürlich gibt es strukturelle Vorstellungen, wie eine Geschichte funktioniert. Natürlich hat eine Geschichte einen Anfang, eine Mitte, ein Ende. Natürlich kann man dann lange über Struktur auch lernen und reden, wie das geformt sein kann. Aber auch da gibt es nicht wirklich Regeln. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie es Bücher und Texte gibt. Auch da ist es, glaube ich, wichtig, immer zu schauen, was lese ich gern, was springt mich an. Was begeistert mich? Was bringt mich dazu, dass mein Herz schneller schlägt? Wo denke ich, ah ja, so würde ich auch gerne schreiben? Ja, und da kann man sich dann auch langsam hinbewegen in eine bestimmte Form. Also ich habe KurzgeschichtenautorInnen, die ich vergöttere und verehre, wie zum Beispiel Alice Munro oder jetzt auch wie, ja, Annie Ernaux, die sehr biografisch schreibt, was ich in Die Heldin reist auch gemacht habe, dieses Verwischen von Autobiografie und Fiktion, was es immer schon gab, aber was jetzt auch in Deutschland war das lange Zeit gar nicht so geschätzt, aber jetzt kommt es doch auch immer mehr in den Vordergrund. Ja, da gibt es viele, viele Möglichkeiten zu schreiben. Also Annie Ernaux zu lesen ist im Moment, glaube ich, wirklich nicht nur, weil sie den Nobelpreis gewonnen hat, sondern weil sie eine ganz bestimmte Art der autobiografischen Erzählung auch betreibt, ist sehr interessant. Aber da gibt es viele, viele, viele Beispiele. Gut, ich versuche noch mal in den Chat so ein bisschen zu gucken. Ich finde es immer so schade, wenn man sich nicht wirklich unterhalten kann direkt. Das Schwierige ist, wirklich keine Erwartung zu haben, schreibt jemand. Ja, das ist auch für mich. Das ist immer noch nach all diesen Jahren des Schreibens. Und ich kann mich nur ausdrücken, indem ich dieses ohne Pause schreiben mache, indem ich immer wieder versuche, keinen Platz den KritikerInnen zu lassen. Nur so schaffe ich das auch. Denn natürlich habe ich Erwartungen an mich. Immer. Wenn man diese 10 Minuten geschrieben hat und danach sich mit der Hand und danach sich anschaut, wie das aussieht, dann ist es oft so, dass die Schrift größer und freier wird und manchmal
ist es auch wirklich ein Indiz dafür, dass man etwas gefunden hat, was einen wirklich fesselt, wenn die Schrift sich so vergrößert und auch oft unordentlich wird und gar nicht mehr eben diese Regeln beachtet, die Schrift auch nicht, dass man ordentlich auf der Linie und nicht über die Linie schreibt, dann ist da etwas, was vielleicht auch Futter ist. Futter, um weiter drüber zu schreiben. Oh mein Gott, jetzt ist es schon 5:05. Ich wollte noch eine weitere Schreibübung machen. Aber dann machen wir es andersrum. Ich gebe sie euch um 5, wenn wir fertig sind, und ich lese euch das Thema vor. Das Thema der nächsten Schreibübung ist der Boden unter meinen Füßen als Kind. Immer als Kind erstmal. Und ich lese euch den Text vor, den ich dazu geschrieben habe. Und vielleicht habt ihr dann Lust, im Anschluss 10 Minuten über den Boden unter euren Füßen als Kind selbst zu schreiben. Tief in der Nacht wache ich auf. Mein Nachthemd ist weich und kuschelig, weiß-blau gemustert. Ich tapse über den Flur. Meine Schuhe klackern über das Parkett. Ich trage Korrekturschuhe in der Nacht. Kleine Holzsohlen mit Holzstegen zwischen die Zehen, um meine Zehenstellung zu korrigieren. Ich schäme mich für diese Schuhe. Ich hasse sie. Ich heule und will sie nicht tragen. Alles, wirklich alles, versuchen meine Eltern, um uns schöner zu machen. Ich bekomme weiße Handschuhe angezogen mit einem langen Plastiknippel an jedem Finger, an dem ich in Zukunft kauen soll, statt am Daumen zu lutschen und meine Zähne zu ruinieren. Meinen Schwestern werden die abstehenden Ohren mit Pflaster am Kopf festgeklebt, damit sie später nicht wegen Segelohren gehänselt werden. Mein Vater kann zu unserem Vergnügen mit seinen Ohren wackeln. Sie stehen so weit ab, dass die Sonne hindurch scheint und sie orange färbt. Ich gehe über das Parkett. Die Schuhe sind rutschig. Ich habe Angst, hinzufallen. Dort drüben schlafen meine Eltern. Ich mag es nicht, wenn sie schlafen. Es ist unheimlich. Sie sind nicht mehr da, wenn sie schlafen. Aber wo sind sie dann? Ich schiebe meiner Mutter die Augenlider nach oben. Wo bist du gerade? Ich höre meinen Vater schnarchen. Er muss schnarchen, um die Familie vor wilden Tieren zu beschützen, sagt er gern. Sein Kinn kratzt, wenn er uns küsst. Sein Bart ist schwarz. Er rasiert sich mehrmals am Tag. Er gibt uns Schmetterlingsküsse, abends vor dem Einschlafen. Mit seinen Wimpern berührt er unsere Wangen. Ich kann gar nicht genug von diesen Küssen bekommen. Der Boden unseres Kinderzimmers ist grün wie Gras. Ich sitze darauf wie auf einer Wiese. Ich stehe nachts im Flur und keiner schaut mir zu. Es ist ein seltsames Gefühl, wenn keiner schaut, denn sonst schaut immer jemand, weil wir eine große Familie sind. Es ist mir nicht ganz klar, wer ich bin, wenn keiner schaut. Es macht mich unruhig. Ich begegne diesem Gefühl viele Jahre später in Japan wieder, verpackt in einen Zen-Koan. Wer bist du, wenn dir keiner zuschaut? Der Text geht noch weiter, aber ich wollte euch nochmal zeigen, wie dieses Mäandern, also dieses Anfangen mit diesem über den Boden der Wohnung zu gehen, wo man aufgewachsen ist, dieses grüne Gras, dieser grüne Grasfußboden im Kinderzimmer, der eben immer aussah wie eine Wiese, wie ich darüber an Erinnerungen an meine Eltern gekommen bin, an meinen Vater, der vor 3 Jahren gestorben ist, aber plötzlich ist er wieder da und plötzlich sind diese Schmetterlingsküsse wieder da. Also es ist auch eine Methode, um sich selbst mit der eigenen Biografie zu verbinden, die uns ja im normalen Alltag doch auch gar nicht so präsent ist. Da funktionieren wir ja nur in dieser Zeit jetzt, in diesem Augenblick, aber all das, was wir mit uns herumtragen und auch oft herumschleppen, ist ja doch eigentlich hier irgendwo vorhanden. Und darüber kann man sehr, sehr viel schreiben. Und ich hoffe, das war jetzt eine kleine Inspiration für euch. Und ich hoffe auch, dass ihr jetzt vielleicht noch 10 Minuten weiterschreibt über den Boden unter euren Füßen als Kind und ihr durch eure Häuser, Wohnungen, Zimmer geht, in denen ihr aufgewachsen seid und euch von euch selbst inspirieren lasst. Vielen Dank. Alles Gute und schreibt. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ciao.